Da sind wir auch schon wieder zurück in der nächsten Folge von Outriders. Nein, das verwirrt nur. So, es geht weiter. Hier, Dings ausrüsten. Genau. Wir sind jetzt direkt an der Front. Den Turm? Der alte Solarturm. Aber da draußen herrscht Chaos. Alles ist komplett im Arsch. Ja, sehe ich. Was du nicht sagst. Keine Sorge, ich schlag mich schon durch. Das war mal ein so schöner Planet. Und innerhalb von 30 Jahren haben wir den kompletten Planeten verwüstet. 30 Jahre hat das nur gedauert. Muss ich mich mal reinziehen. Innerhalb von 30 Jahren einen ganzen Planeten. Barrikade erstmal weg hier. Das Schild ist schon recht nützlich. Auch wenn es so kurz hält, aber. Oh ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Boah, alles leer hier. Was mache ich denn für blöden Mist? Ich bin hier richtig überrumpeln. Warum sind das denn nicht so viele? Da ist noch einer. So. Da kommen noch mehr. Wird es auch noch mal weniger hier? Ich wollte mal zum Solarturm hin und jetzt hier. Den ganzen Krieg in Alleingang machen. Na, die haben eine Schugge hier. Boah. Was ist das jetzt erstmal? Er ist ja grauenhaft. Den ganzen Krieg alleine machen. Aber ist das nicht meistens so bei solchen Geschichten, dass sie dann den Krieg immer alleine irgendwie gewinnen müssen? Ah, leuchtet was. Abbauen. Gibt hier übrigens auch Materialien, die wir abbauen können. Also die muss ja auch noch aufsammeln. 127 Eisen. Boah, krass. Und ein Schnellreisepunkt. Und Kiste. Noch Material. Ah, da habe ich auch noch Material. Ah, hier noch. Irgendwas. Ah, nee. Warte. Da geht's schon zum Solarkollektor. Wirklich hier? Oder war das eine andere Mission? Oh, ich muss ja einmal gucken, wie es hier erstmal da oben war, nämlich auch noch eine Mission. Ah, das. Zack. Auf. So, Mission. Also Mission hier.
Zack. Hey, du kommst zu spät. Was ist hier passiert? Scheiße, wonach sieht's denn aus? Massakriert haben sie uns. Wir hatten sie umstellt und dann kam der Captain. Der Captain? Ja, du weißt schon. Wichser mit Kräften, die das Sagen haben. Nicht wirklich verändert, aber das Ergebnis ist dasselbe. Wie sah er denn aus, dein Captain? Narbe im Gesicht. Dieser Sadist. Ließ meinen halben Trupp in eine Anomalie laufen. Und hatte Spaß dran. Ja, ich glaube, den kenne ich. Wo ist er? Im Bunker, den Hügel hoch. Ich wünschte, ich wäre dabei, wenn du ihn für seine Verbrechen zahlen lässt. Ich schau mal bei ihm vorbei. Um der alten Zeiten willen. Outrider, gib diesem Captain, was er verdient hat. Oh, ich kann auch die Mission. Oh, ich weiß, ich habe sie in der Beta auch ein paar Mal gespielt. Oh, bei der hatte ich immer Probleme. Da hatte ich zwischenzeitlich immer mal so ein, zwei Probleme gehabt. Also zumindest beim Endboss. So hinkommen? Kein Problem. Ah, der brennt. Aha. Ah. Da liegt was Grünes. Autsch. Ich muss jetzt irgendwie den Scharfschützen da oben nochmal weg. Da ist er. Ha! Weg ist er. Da. Oh. Da ist noch irgendwo einer. Irgendwo ist da noch einer. Da oben. Das ist Rücken nochmal meine Sachen stellen hier. Ungültige Position. Wo ist der Scharfschütze? Komm hier mal mehr! Waren das wirklich so viele immer? Kann mich gar nicht daran erinnern. Meine Güte.
Wie sieht er mich hier wieder an? Haha. Ja, die haben einen verdammt guten Aim, muss ich sagen, die Gegner. Die wissen ganz genau, wo ich stehe. Auch hinter der Barrikade. Das ist schon mal krass. Warum schießt mein Geschütz nicht auf den? Wo ist er jetzt? Und ich halte hier die Treppe hoch. Doch egal. Da ist eine Kiste. Oh, was Blaues. Lina, Camo. Nichts, was wir haben wollen. Leichtes Maschinengewehr. Pistole lösen eine Explosion aus, die Gegner im Umkreis von 6 Metern 53 Schaden zufügen. Ist nicht so das, was ich mir vorstelle. Aber hier haben wir noch was. Anomaliekraft. Nee, das brauchen wir alles nicht. Schade. Na gut, einmal Munition wieder auffüllen. Ich dachte, es würde schwieriger werden. Der Captain muss sich hier irgendwo verstecken. Ah. Captain. Ja, ich erinnere mich an den. Du willst gegen mich antreten? Zeig mir, was du drauf hast. Das Schlimme ist, er kann sie heilen. Und diese blöden Flammen. Meine Güte. Oh, jetzt sind da schon zwei Flammen. Nein! Der hat sich geheilt, ernsthaft. Oh, ich hasse diesen Boss. Den hasse ich, der ist so nervig. Es sind da noch andere Gegner, die auf dem Purpose gehen und überspringen wir jetzt einfach mal. Oh. Warum sehen die Animationen aber so komisch aus? Ja, jetzt heilt er sich schon das erste Mal. Und noch nicht so schlimm. Jetzt hat er natürlich Widerstand.
Oh, warum widersteht er denn jetzt? Boah. Da ist schon wieder weg. Ich weiß nicht, aber ich krieg den jetzt nicht so richtig hin. Das ist mein schlimmster Hassgegner gewesen. Alle anderen habe ich relativ easy weggekriegt. Nur bei denen habe ich immer Probleme gehabt. Habe ich jetzt immer noch, seht ihr ja. Ich weiß nicht warum. Oh. Da, bin ich jetzt schon gleich wieder weg. Noch nie mal richtig angefangen und schon bin ich weg. Den Flammenwirbel nerven und seine Heilung nervt. Du kannst nicht beides gleichzeitig unterbrechen. Das geht nicht, weil er dann irgendwann einen Widerstand hat. Dazu dann noch die anderen Gegner. Oh. Ich meine, Weltenstufe 6 ist jetzt auch schon echt hardcore hier reinzugehen. Und wo denn jetzt schon wieder? Da ist schon echt, sobald du nicht mehr so richtig die Kontrolle hast, hast du verloren. Da kommen alle naselang noch Gegner. Das habe ich jetzt verkackt. Und dann brenne ich jetzt auch noch. Ah, da haben wir ihn. Muss er jetzt noch mal schnell anmachen. Muss schnell hier noch den Ball einsammeln. Ah, jetzt haben wir ihn. Eben gerade ist das Spiel noch abgeschmiert, deswegen muss ich einmal einen Cut machen. Aber weiß ich, ihr kennt jetzt teilweise bestimmt den schönen PlayStation-Fehler CE348780, war das, glaube ich. Aber jetzt nach zwei weiteren trostlosen Versuchen haben wir ihn dann doch noch endlich geschafft. Habe ich das jetzt nochmal schnell aufgenommen. Ja, schade eigentlich, dass es abgeschmiert ist. Da muss man nochmal gucken, muss die Festplatte nochmal ein bisschen aufräumen, dann geht das bestimmt nochmal alles. Aber schauen wir uns jetzt mal an, was er zu sagen hat hier. Warte! Halt! Du bist verändert! Du kannst tun, was immer du willst! Warum kämpfst du für diese... für diese dreckigen Faschisten. Wir kämpfen hier um unser Leben. Weißt du, was die uns angetan haben? Ich weiß, was du mir angetan hast. Doch! War das Zeit, immer ihre Schulden. Die Soldaten. Gut, dann gehen wir mal zurück. Hier hin. So, Kreuzung. Und ja, da haben wir. Ah, das geht schnell. Oh, ich dachte, wir hätten jetzt hier wieder einen tollen Ladebalken. Einmal Munition auf. Zack. Und jetzt sprechen wir mit dir. Und dann haben wir die Mission erledigt. Hat bezahlt. Nicht genug. Kommst du klar? Brauchst du einen Sanitäter?
oder so? Spinnst du? Ein Sunny bringt mich hier schneller um als dieses Schrapnell. Nur keine Sorge. Das hier werde ich schon überleben. Na schön. Hey! Das war richtig so. Hab ich da wirklich noch die Kopf mitgebracht? Cool. Du bist nicht wie die anderen Veränderten, die ich kenne. Und eigentlich... Wir haben eine neue Waffe. Was ist denn das? Das verursacht ein paar Gegnerfälligkeit. Sache. Das Gewehr gucken wir uns gleich einmal richtig an. Ja. Und noch. Der kommt auch erstmal weg. Auch weg. Auch weg. Die Müll schon wieder. Dann gucken wir uns jetzt einmal nochmal das Scharfschützengewehr an. 55 Schaden, 2 Sekunden kritischer, Reichweite ist aber höher. Oh, deutlich. Ich glaube, den probiere ich mal an. Cool. Wenn die Grünen, kann ich die Grünen jetzt automatisch quetten? Ah, ich habe, das sagt mir, was ich im Inventar habe. Das ist gut. Ist cool. Das war in der Beta noch nicht so. Das ist sehr cool. Gut, nichtsdestotrotz ist diese Folge, denke ich mal, auch schon wieder vorbei nach dem kurzen Crash. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns auf den Weg Richtung, ja, Richtung Tor machen. Und den anderen Idioten da ordentlich einen auf den Hintern geben. Schaltet dann auch gerne bitte wieder in der nächsten Folge ein und denkt dran, uns ein Like und ein Abo dazulassen. Macht's gut und auf Wiedersehen.